Donny ist zurück. Dienstag, nicht am Freitag, aber eigentlich am Freitag. Hi. Also, ja, ich hatte leider technische Probleme gehabt die letzten Tage, Wochen und ich war auch zeitlich auch ein bisschen anders beschäftigt und habe es deswegen leider nicht geschafft. Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich, aber ich versuche weiterhin, wie gewohnt ist, zu drehen und zu machen. Wie auch sieht, auch die anderen, die haben momentan auch alle so ihre Schwierigkeiten, sei es technisch, zeitlich, sind in Urlaub, privat, Beruf, bla bla. Also seid nicht böse, falls nicht etwas regelmäßig erscheint. So, ich will auch gar nicht lange drum herum reden oder mich entschuldigen. Ich möchte jetzt erstmal mit dem Thema anfangen, mit meinem Beitrag zu dem Thema. Und im Anschluss werde ich nochmal etwas zu Cassandras und zu Lauras Video etwas sagen. Ich glaube, die Leute in Deutschland können das Video, glaube ich, gar nicht sehen, weil halt ein Musikstück in dem Video von Laura enthalten ist, was halt wiederum bei uns nicht gezeigt oder abgespielt werden darf. Naja, YouTube. Okay. Jo, fangen wir mal an. Also, was gefällt mir an Frauen optisch? Also, als allererstes lege ich wirklich darauf Wert, dass diese Frau halt weiblich ist. Also ich mag wirklich das Feminine. Wenn sie etwas androgyn ist, ist es auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, sie darf so ihre Weiblichkeit nicht verlieren. Für mich ist das ganz wichtig. Wobei, ich habe nichts gegen maskuline Frauen. Habe ich überhaupt nichts. Nicht? Aber es spricht mich nicht an, weil ich lege wirklich Wert auf Weiblichkeit, dieses Frauliche halt einfach auch. Was jetzt nicht heißen muss, dass sie ein Tussi sein muss oder halt so ein Hausmütterfräuchen oder sowas, ne? Das ganz und gar nicht. Aber halt weibliche, einfach Frau. So, der Typ, also mich persönlich zieht eher so der helle Hauttyp an. Also so, ich sag mal so, der europäische Typ halt einfach, nicht? Also ich persönlich stehe nicht so, wobei ich nicht sagen möchte, es ist alles keine Kritik, es ist einfach nur, es spricht mich halt nicht an. Ich stehe nicht so auf Südländerinnen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber eine halbe bin. Aber am liebsten mag ich wirklich eher so den hellen Typ. Blässe finde ich total schön auch. Und die Augen spricht mich auch an, wirklich so, ich mag total gerne blaue und grüne Augen. So wirklich, wirklich dieses Helle einfach. Die Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich bin jetzt 1,71 Meter. Wenn sie so zwischen 1,65 Meter und 1,80 Meter ist auch in Ordnung. Die Haare ist es mir eigentlich relativ egal, ob die jetzt lang oder kurz sind, aber solange sie einfach weiblich sind. Das ist schon mal wichtig, dass sie jetzt nicht hier so einen Dingshaarschnitt haben, so, was wirklich so mackerhaft aussieht, stehe ich nicht so drauf. Figur, nicht zu dick, nicht zu dünn, es muss einfach passen zu der Person und es muss mich ansprechen. Klamottenstil habe ich jetzt auch nicht so festgelegt, von wegen, ja, die darf jetzt nur Schulform Prada tragen oder, ja, wenn sie nicht immer nur Herrenhosen trägt oder sowas in der Richtung, finde ich das jetzt eigentlich völlig in Ordnung. Also, ich will auch gar nicht so oberflächlich sein, bin ich eigentlich auch gar nicht, weil mein Klamottenstil ist auch gemischt, so Mischung aus weiblich, männlich, also ist das eigentlich auch alles so dabei. Worauf ich noch im Gesicht achte, sind immer Augen und Lippen. Das muss ansprechend sein, die müssen was ausstrahlen. Sexiness und etc. pp. Also sowas in der Richtung. Also es muss mich ansprechen, es muss mir gefallen. Ich finde es jetzt auch zum Beispiel nicht schlimm, wenn sie Segelohren hat oder eine krumme Nase oder so. Finde ich gar nicht so
so schlimm. Das ist wirklich auch einfach so die Ausstrahlung, was sie ausstrahlt. Es muss mich einfach anziehen. Man kann so dieses gewisse Etwas, man kann sowas einfach nicht immer beschreiben. So, da möchte ich jetzt auch rüber zum Charakter kommen. Was ist mir am Charakter wichtig? Ganz wichtig ist mir, dass sie Humor hat, weil ich bin auch ein humorvoller Mensch. Ich lache sehr gerne, ich mache auch gerne meine Späßchen. Und in dem Punkt muss ich auch sagen, darf sie auch nicht empfindlich sein, weil ich lasse auch gern mal, ja, ich sag mal, keinen fiesen Spruch, aber wenn ich meinen Späßchen mache, man darf sich dann auch nicht immer gleich beleidigt fühlen. Ich versuche auch nicht zu beleidigend zu sein oder so. Also sie muss Humor haben auf jeden Fall. Sie muss was abkönnen, sie muss, wenn sie austeilen kann, muss sie auch einstecken können. Finde ich ganz wichtig. Was ich noch ganz schön finde, ist, dass wenn sie kein Stubenhocker ist, aber auch keine Partymaus. Also, ich würde es auch nicht so toll finden, wenn sie jetzt jedes Wochenende zugedröhnt in der Ecke rumliegt und auf einer Party oder so. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Ich finde die Mischung. Sie muss jemand sein, der auch gerne mal zu Hause gemütlich ist, so dass man zusammen im Bett liegt und einen Film guckt oder so. Oder dass man auch mal miteinander irgendwie auch mal weggehen kann, sei es ins Kino oder irgendwo einen Ausflug hin in eine andere Stadt und so. Als, das ist mir lieber, als wenn man nur ständig immer nur in der Bude hockt oder einmal um Pudding geht oder so, ne? Also, spontan. Spontan! Sie muss spontan sein. Ich finde es total ätzend, wenn jeder noch so kleine Scheiß erstmal durchgeplant und abgesprochen werden muss und dies und das und bla. Ich finde es auch gut, wenn man noch mal ein bisschen spontan sein kann und sie dann auch sagt, ja! So, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an. Wollen wir den Flieger eine halbe Stunde nach New York nehmen? Ja, wollen wir. Ja, jetzt so nicht, aber so in etwa. So, was mir noch wichtig ist, ist, dass sie halt nicht zu krass oberflächlich ist. Ich habe keinen Bock, mit einer durch die Straße zu rennen, die auf jede zweite Person deuten und kichern muss, weil der oder diejenige irgendwie anders aussieht oder irgendwas anhat oder irgendwas an sich hat, was dem anderen gerade nicht gefällt. Ich mag das nicht. Ich habe keinen Bock, so eine neben mir rumgeißeln zu haben, wenn ich ehrlich bin. So ist. Nee. Finde ich doof. Nee. Ja, mein Gott, wenn man ab und zu mal so Spaß macht und so, ne, aber halt nicht wegen jedes zweite Mal, so von wegen, was hat die denn für hässliche Schuhe an? Oder, ist ja der viel bescheuerte Mütze auch so. Ne, find ich nervig so. Ja, Charakter. Sie muss respektvoll sein, auf jeden Fall. Respekt. Respekt zu sich selber haben. Respekt den Menschen gegenüber. Respekt Tier und Tieren. Tieren Respekt haben. Und überhaupt einfach. So, diese respektvolle, würdige Art, mit anderen Menschen umzugehen. Einfach.